Hallo Klickenabendler, jetzt haben wir hier die Neuheit Beutezug vor uns, ein neues Spiel von Amigo. Wir haben damals im Podcast darüber berichtet, vor 2 Jahren aus Mallorca. Da haben wir nämlich einen Prototypen gespielt von Amigo, wo es darum ging, ins Wasser zu hupsen. Und diesmal ist hier Beutezug draus geworden. Und jetzt können wir es euch auch final vorstellen. Wir hatten schon darauf gewartet, wann es rauskommt, weil es uns relativ gut gefallen hat. Ich habe es hier aufgebaut. Es gibt die verschiedenen Charaktere in den verschiedenen Farben, je nach Charakter. Gewählten Charakter kriegt man dann auch seinen Spielmarker und der Spielmarker passt auch auf die Spielkarte, wenn man sie umdreht. Das haben wir bei unserer Partie nämlich gar nicht gesehen. Da ist so ein Kringel drauf und auf dem Kringel passt exakt dieser runde Spielmarker. Man sucht sich also dementsprechend einen aus. Zu Beginn wird die Spielreihenfolge zufällig gewählt. Einer wird Erster, einer wird Zweiter, einer wird Dritter, Vierter und Fünfter. Und der Letzter ist, der kriegt automatisch immer diesen Chip dazu. Und dann kann das Ganze losgehen. Die Chips sind so, dass der erste keinen Reroll hat. Der zweite, dritte und vierte Spieler darf alle Würfel einmal rerollen. Dann dreht man das Ganze um und es ist ausgegraut. Und der fünfte Spieler darf das auch und kriegt zusätzlich diesen Marker. Das heißt, er darf auch einen einzelnen Würfel nochmal neu würfeln. Es gibt 5er, 4er, 3er und 2er Karten. 3 von den 2er Karten liegen aus. Und jetzt legen einfach die Spieler nacheinander ihre Chips. Angefangen legen vom ersten Spieler, der darf immer zuerst auswählen, dann der zweite, dann der dritte, dann der vierte und dann der fünfte. Und wenn man sich auf eine Karte platziert, wo schon ein Chip war, legt man sich oben drauf. Der Gag ist jetzt der erste wird dadurch immer ein bisschen gehemmt, wenn einer auf einem drauf liegt, darf der zuerst um die Karte würfeln, weil jetzt vom fünften, vom letzten Spieler zuerst die Aufgaben erfüllt werden. Das heißt, ich würde jetzt um diese Aufgabe würfeln. Und da steht, was ich für Würfel kriege, einen grünen und einen blauen. Ich würfel diese. Und wenn ich jetzt mindestens die Zahl erwürfelt habe, die da steht, kriege ich die Karte. Bei grün hätte ich mindestens eine 3 erwürfelt, bei blau nicht. Also setze ich meinen einer Reroll, den ich nur als letzter Spieler habe, ein und würfel den blauen neu. Ich habe es geschafft, jetzt wäre die Karte mir. Ich nehme meinen Chip zurück und die Karte. Und der Mitspieler, der da ist, der kommt auf die nächste Karte. Das passiert nur in der Zweierreihe, darf der Mitspieler dann auf die nächste Karte rutschen. Das Tolle ist, diese Karte ist einmal 2 Siegpunkte wert und einmal habe ich jetzt wieder einen einmaligen Reroll jede Runde auf dieser Karte dargestellt, den ich nutzen kann. Dann markiere ich mir, dass ich den genutzt habe und jede Runde kann ich den quasi neu markieren. Jetzt nehmen wir an, der Spieler würfelt um die Karte und der kriegt es nicht hin. Der würde jetzt nochmal einen Reroll einsetzen, beide würfeln. Der bekommt es nicht hin durch den Reroll, die Karte liegt da. Was passiert dann? Der Spieler geht wieder zurück und er kriegt einen Trostpreis. Als Trostpreis kriegt er 2 Karten vom Nuller Stapel und die sind halt eigentlich keine Siegpunkte wert mit einer Ausnahme und er legt sie vor sich. Was ist unter dem roten, unter dem Nuller Stapel, die habe ich hier hinlegen. Das sind Karten, das ist dieser Reroll von einem einzelnen Würfel oder von allen, jede Runde wieder einsetzbar. Es gibt auch einen einzelnen Siegpunkt, wenn man den haben möchte. Oder aber es gibt einen Push und der ist auch unter den anderen Karten drin teilweise. Und zwar zählt dann jeder schwarze Würfel eins mehr, jeder grüne Würfel eins mehr, jeder orangene oder jeder lilane eins mehr. Und sollte man es sogar geschafft haben, alle 4 Würfel zu pushen, ja, es gibt noch einen blauen, aber der blaue Würfel wird in diesem Spiel nie gepusht, dann bekommt man einen Chip. Der erste, der es geschafft hat, bekommt 6 Punkte. Der zweite, der dieses Set hat, bekommt 5, 4, 3, dann 2 Siegpunkte. Also haben wir noch ein kleines Rennen um die Würfelaufwertung. Das ist also auch nochmal relevant. Ansonsten sind alle Würfel gleich, aber durch die Verteilung der Würfel und durch diese Push-Karten ist natürlich blau, weil sie nie gepusht werden, schwieriger zu erreichen, wenn es eine hohe Zahl ist im Verhältnis zu den anderen. Das sind die Nuller-Karten. Jetzt ist es so, dass wenn wir eine Karte aus dem Zweier-Level geschafft haben und bekommen, wird automatisch eine Karte aus dem Dreier-Level aufgedeckt. In der nächsten Runde können wir uns da drauflegen. Sollte eine Dreierkarte erfüllt sein, decken wir eine Karte aus dem Vierer-Level auf. Sollten wir eine Viererkarte erfüllt haben, aus dem Fünfer-Level. Und das machen wir so lang, wenn wir wieder eine Karte machen, bis irgendwann mal hier 3 liegen. Mehr werden nie hingelegt, sondern nur aufgerutscht, aufgefüllt. Und wenn der Zweierkartenstapel leer ist, wird er einfach auf den Dreierkarten gefüllt. Wir spielen exakt 7 Runden. Und jetzt haben wir noch einen Gag. Sollte es dazu kommen, dass sich hier mehrere Leute auf eine Karte setzen und der nimmt den 2 die Karte weg, dann schubst man die Mitspieler auf eine Karte darunter, auf derselben Position. Nur in der Zweierreihe kommen die Spieler auf eine zufällige Karte. Ansonsten wird man immer, wenn ein anderer einem die Karte wegschnappt, irgendwo auf die untere Reihe, eine Reihe drunter, auf dieselbe Position gesetzt. Das ist die Kernmechanik vom Spiel. Nachdem eine Runde rum ist, zählen alle Spieler ihre Siegpunkte zusammen. Derjenige, der am meisten Siegpunkte hat,
wird Startspieler und kriegt gar keinen Push. Die anderen 2, 3, 4 folgen und der die wenigsten Siegpunkte hat, kriegt halt die 5 und den Einwürfel-Reroll, um die Karten zu erfüllen. Wer am Schluss die meisten Punkte hat, der gewinnt das Spiel. Das ist Beutezug. Hi. Beutezug regt sich ein in die Familienwürfelspiel-Ecke, wo vielleicht auch das gute alte Kniffel zu finden ist oder ein Nochmal oder sowas. Und im Verhältnis jetzt zu den ganz Klassikern, die zwar immer noch überall gespielt werden und auch Spaß machen, hat es halt eine andere Regel. Also es hat halt dieses Feeling, ich kann mich hochpushen und ich kann Würfelwerte beeinflussen, was jetzt nicht jedes klassische Würfelspiel hat. Und deswegen denke ich, für einige Familien bietet das auf jeden Fall was Neues, was sie für Würfelspiele nicht gewohnt sind, wenn es halt Familien sind, die noch nicht viele Würfelspiele gespielt haben. Und wenn es Familien sind, die schon einige Würfelspiele gespielt haben, ist es auf jeden Fall ein nettes, lockeriges Würfelspiel, wo wir uns ein bisschen ärgern, aber nicht zu viel. Aber ein bisschen Emotion ist dabei bei diesem Wegjagen und es macht einfach Spaß. Es ist ein einfaches Würfelspiel, aber ich finde es gut gelungen. Ja, mir hat es eigentlich auch Spaß gemacht. Ich finde es auch, sind schon Emotionen dran. Du hast ja auch den Faktor mit den Würfeln, ne? Schaffe ich es nicht? Und dann, wenn du es nicht schaffst, das ist schon, ärgert man sich schon und denkt so, oh Mist. Hätte man ja mal besser würfeln können. Also ich finde es schon, also mir hat es Spaß gemacht, ich fand es gut. Also es ist jetzt nicht das Innovativste schlechthin, aber das muss es auch gar nicht sein. Ich finde, es ist ein gutes Würfelspiel und auf jeden Fall, ja, für Familien auf jeden Fall gut geeignet. Dauert auch nicht allzu lang. Ich glaube, wir haben zu dritt 20 Minuten gespielt. Das ist sehr flockig runterspielbar, nimmt nicht viel Platz ein. Und wie gesagt, es ist halt auch ein ideales Zockerspiel, einfach so für zwischendurch. Wenn ihr also einfache Würfelspiele bevorzugt, die so ein bisschen anders sind als der Rest, aber halt nur ein bisschen, jetzt nicht mega innovativ, aber so Kleinigkeiten sind anders, dann seid ihr bei Beutezug richtig. Und gerade jetzt so kurz vor Weihnachten, das ist so ein Spiel, da muss man sich keine großen Gedanken machen. Das kann man ohne Probleme verschenken, weil das wird der Mehrheit der Leute gefallen und einige werden überrascht sein, weil sie schon lange nicht mehr mit Spielen beschäftigt haben und die Spiele, Würfelspiele kennen, die freuen sich ja auch immer, wenn eine Kleinigkeit ein bisschen anders da ist. Das war Beutezug, eine der Halbsneuheiten. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.